Heute hat sich an der Wall Street ein Flash Crash ereignet, aber ansonsten ist alles super bullish, gar keine Frage. Wir sehen nur, dass ein paar Aktien wie Berkshire Hathaway, die naja knapp so eine Billion an Marktkapitalisierung haben, plötzlich mal knapp 100% verlieren, 99,97%. Passiert nun mal. Und wahrscheinlich hat das mit etwas zu tun, was derzeit wieder so symptomatisch ist, nämlich diese Meme-Stock-Aktien-Rally. Das scheint irgendwie die Systeme an der Wall Street durcheinander zu bringen. Das Ganze wollen wir uns mal anschauen. An einem Montag, der durchaus was geboten hat, schauen wir uns mal diesen kleinen Flash Crash an. Dann sehen wir Berkshire Hathaway 99,97%. Passiert halt mal, dass eine Aktie mit der Marktgewichtung 99,97% verliert. Voll normal. Na klar, und hier sehen wir mal, Berkshire Hathaway bringt immerhin 885 Milliarden Dollar auf die Waage, und auffallend ist schon, dass diese massiven Bewegungen bei GameStop offenkundig irgendwie die Systematiken an der Wall Street durcheinander bringen, dass das sozusagen zu Verwerfungen führt, technischen Verwerfungen. Wir sehen das schon 2021. 14. Mai 2024, da sind GameStop und AMC, diese Meme-Aktien, sage und schreibe 38 Mal an einem Tag angehalten worden, vom Handel ausgesetzt worden aufgrund extremer Volatilität. Dann 2. Juni, Robinhood hat Übernacht-Trading bei GameStop praktisch eingestellt wegen Volatilität, und heute sehen wir, dass mehrere Firmen, mehrere Aktien von Firmen, die eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden Dollar auf die Waage bringen, mal eben 99% verlieren. All das ist natürlich nicht in der Realität passiert, aber was ist, wenn du Stop-Losse da hast? Wenn du abgesichert bist mit einem Stop, und dann wird der natürlich gezogen, du hast vielleicht einen Stop, der ganz weit weg ist, weil die Kurse von vielen Aktien ja so deutlich gestiegen sind, und das wird dann verstärkt nochmal durch KI, also durch Automatismen. Etwa bei Bloomberg kriegt man dann die Meldung, Berkshire Hathaway declines 100%, so viel wie nie in den letzten 36 Jahren. Was kann schon schief gehen mit KI, muss man da fragen. Und offenkundig hängt das mit GameStop zusammen. Die New Yorker Börse will die Vorfälle untersuchen. Apropos GameStop, das ist ja ein fundamental extrem interessanter Wert. Und Roaring Kitty hat jetzt offenkundig es geschafft, wieder sein eigenes Vermögen nach oben zu pimpen, indem er gesagt hat, was er gekauft hat, wie viele Millionen er sozusagen investiert hat in GameStop. Ein Zeichen dafür auch, wie restriktiv derzeit die Geldpolitik der Fed ist, by the way. Und hier sehen wir, der Mann war ja schon öfter aktiv in letzter Zeit. Wenn er das war, ich glaube, das ist eine konzertierte Aktion von einigen Playern an der Wall Street gegen andere Player an der Wall Street, Hedgefonds, die etwa GameStop geschortet haben, die um und bei 1 Milliarde Dollar heute verloren haben. Normalerweise ist das ein No-Go, wenn das sozusagen normal wird. Das kann nicht sein, da muss die SEC die Börsenaufsicht eigentlich untersuchen. Hier sehen wir dann die Aktie von GameStop, by the way. Erstmal gestiegen, so von um und bei 23 auf 46 Dollar, also mal eben 100%. Zuletzt dann allerdings wieder nur 28 Dollar. Wer da also hoffnungsfroh bei 45 oder so gekauft hat, der ist dann schon, naja, einige Dollars wohl wieder los. Also es bricht dann wieder in sich zusammen, dieser absurde Hype. Und interessant finde ich auch, dass die Kosten sich gegen einen Fall des S&P 500 von 10%, was ja eine normale Korrektur ist, kein Crash, sondern eine normale Korrektur, haben den höchsten, die höchste, oder sind so teuer, sich dagegen abzusichern, so muss es heißen, wie seit letztem Oktober nicht mehr. Letzter Oktober war ja das Tief an den Märkten, Ende Oktober, als die Märkte ziemlich rot gewesen waren. Und wir haben ja diese Rampe am Freitag gesehen, sehr wahrscheinlich durch Optionen verursacht. Da sind dann ein paar Optionen, die praktisch schon komplett wertlos waren, in den letzten Minuten noch komplett ins Geld gelaufen. Die Market Maker mussten oder die Dealer mussten sich dann absichern. Jedenfalls haben wir dann auf einem 52-Wochen-Hoch geschlossen.
Gleichzeitig aber auf Wochenbasis eine Bearish Engulfing Kerze gemacht. In den letzten 4 Jahren ist das 7-mal passiert, in 5 von 7 Fällen. Folgten dann einige Wochen von Abverkäufen respektive tieferen Kursen. Diesmal nicht, meine Damen und Herren. Diesmal ist alles anders. Diesmal ist super bullish, und wenn wir solche Fundamentalwerte, so fundamental gesunde, starke Werte haben wie GameStop, die natürlich verdient haben zu steigen, dann ist das überhaupt kein Problem, auch wenn natürlich der Equal Weight Index S&P 500, also da, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, so tief steht zum S&P 500 wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Woran liegt das? An Nvidia, meine Damen und Herren, die heute wieder deutlich zulegen kann. Da hat ja der gute Top-Verkäufer-Chef von Nvidia in Taiwan wieder große Sprüche rausgehauen. Er wird 2026 dann die nächste Generation von KI und so weiter und so fort. Daraufhin Aufstufungen wieder von der ganzen Meute, kann man sagen. Beth Kindig sagt also, Nvidia wird eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen erreichen, gar kein Problem, fehlen ja nur noch über 7, kein Thema. Und Jensen, der Chef, Jensen Huang, der sagt ja immer, ihr sitzt doch alle auf Goldgruben, ihr Softwareunternehmen, und es ist eine 100 Billionen Möglichkeit, eine 100 Billionen Chance in KI. Aber leider hat Dell zum Beispiel mit seinen KI-Servern praktisch kein Geld verdient. Und hier sehen wir Dell. Du hast doch gesagt, Jensen, wir haben eine 100 Billionen Dollar Chance in KI, mit KI. Und dann die Antwort von Jensen, ja, für mich schon, aber nicht für euch leider. Das ist, glaube ich, eine ziemlich treffende Grafik. Wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, meine Damen und Herren, wir sind ja sehr euphorisch in den Handel gegangen. Am Freitag diese Rampe, aufgrund wohl vor allem von Optionen. Dann sehen wir hier, dass wir nochmal higher gegappt sind, also nochmal ein Gap nach oben gemacht haben, waren dann im RSI schon in Richtung 100 unterwegs, also extrem überkauft. Dass dann irgendwann die Geschichte schwieriger wird, ist vielleicht jetzt nicht so überraschend. Wenn wir bei den Märkten bleiben, sehen wir hier rechts mal, was erwartet wird für die nächsten Tage an Volatilität. Da haben wir ja zum Beispiel am Mittwoch den Services PMI, heute Manufacturing, kommen wir gleich dazu, dann haben wir die EZB, dann haben wir am Freitag die Non-Farm Payrolls, also große wichtige Daten. Barron's hat jetzt getitelt, warum Paul die Zinsen nicht senken wird in diesem Jahr, und interessant wird sein, wie wird man auf die Arbeitsmarktdaten reagieren, vor allem wenn die schlechter sind, was würde dann passieren? Sind dann weiter Bad News Good News, weil man sich sagt, ja, super, dann wird die Fed die Zinsen senken, oder werden schlechte Daten auch schlechte News? Das ist die entscheidende Frage jetzt, denke ich, an den Märkten. Und schlechte News hatten wir heute ASM Gewerbe mit 48,7, schwächer als erwartet, schrumpft also wieder. Alle Werte unter 50 bedeuten Schrumpfung. Die Preise aber 57,0, das war zwar weniger als 59,5 erwartet, aber alles über 50 heißt, die Preise steigen weiter, auch zum Vormonat, als wir ja schon sehr deutlich gestiegene Preise gesehen haben. Employment war übrigens vergleichsweise gut, also Beschäftigung. Und ISM hat gesagt, naja, also vor allem die Preise, stark unterstützt eben durch gestiegene Rohstoffpreise. Und hier sehen wir das, Gasoline, also vor allem sehen wir Erdgas, das ja massiv jetzt gestiegen ist. Also es sind die Rohstoffe, die derzeit die Inflation vor allem treiben, aber in Reaktion auf die ISM-Daten sind die Renditen gefallen. Wir sehen hier die 10-Jährige nur noch bei 4,41%, also deutlich unter Druck. Die 2-Jährige ist unter Druck gekommen, und doch ist die Wall Street dann etwas weniger euphorisch gewesen im Handelsverlauf, weil man irgendwie vielleicht im Urin ein bisschen hat, dass da eine Stagflation am Start ist. Die Wirtschaft wächst nicht mehr richtig, BIP von 1,3%, das ist schon nah an der Stagnation. Deswegen werden die Daten, die jetzt in dieser Woche kommen, sehr wichtig. Morgen die Joys, die offenen Stellen, dann ADP als Vorausschau am Mittwoch für die großen Arbeitsmarktdaten, am Donnerstag Non-Manufacturing ISM und dann natürlich die Jobs am Freitag.
Das wird extrem wichtig. Da könnte es dann eben sein, dass schlechte Nachrichten sind. Wer weiß es schon? Die Wall Street ist zu allem in der Lage und zum Gegenteil dessen auch, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal einen Grund, warum die USA nicht in einer Rezession sind, bisher, offiziell zumindest, ist, weil die Leute mehr Geld ausgeben und weniger sparen. Und das Ganze auf Pump meistens mit ihrer Kreditkarte, kleine Zinsbelastung von über 20%. Wenn wir jetzt mal nach Europa kommen, dann haben wir andere Probleme. Wir haben vor allem demografische Probleme. Wir haben ein Problem damit, dass wir bereits unsere Substanz aufzehren. Wir haben nicht mehr besonders viel Leistungswillen. Wir halten Wettbewerb für irgendwie eine Erfindung von bösen Kapitalisten. Wir glauben, dass uns die gebratenen Hähnchen dann wie in den letzten Jahrzehnten irgendwie auch weiter in den Mund fliegen. Aber in den letzten Jahrzehnten haben wir dafür was getan, dass wir eine gute Wirtschaft hatten. Jetzt wird sozusagen genau das Gegenteil gemacht. Man hat irgendwie sich Ersatzreligionen geschafft, wie zum Beispiel CO2-Freiheit. Das ist doch ganz wichtig, wenn unsere Wirtschaft da irgendwie krepiert, ist das ja nicht schlimm. Geld, das Sozialsystem, das füttert sich ja von selber, sonst muss heute die EZB Geld drucken. Aber das ist unser Problem. Wir sehen, Europa ist der Kontinent, der weniger Leute hat, die erwerbstätig sein werden zwischen 20 und 64 Jahren. Allein das ist ja schon inflationär, wenn du zu wenig Leute hast, die arbeiten. Afrika ganz oben, da wird sich ja Subsahara die Bevölkerung bis 2050 verdoppeln. Auch China wird ein Problem bekommen, auch wenn insgesamt Asien da noch einigermaßen gut aufgestellt ist. Aber nochmal zu dieser Moralität, die wir haben. Wir sehen, dass Steuergelder irgendwie für konsumkritische Stadtspaziergänge ausgegeben werden. 40 Millionen Euro, das ist jetzt natürlich im Gesamtkontext nicht allzu viel, aber es zeigt so ein bisschen, was hier das Thema ist. Bei unseren Stadtrundgängen geht es um Globalisierung, nachhaltigen Konsum, Postwachstum und Kapitalismuskritik. Letzteres ist, glaube ich, besonders entscheidend. Und einer, der es mit dem Kapitalismus nur sehr begrenzt hat, ist der Roberto Habeckino, der gesagt hat, also CO2, gell, und wir sind auf dem Superweg. Nein, sagt jetzt ein Sondergutachten, wir sind eben nicht auf Kurs, wie der Expertenrat für Klimafragen feststellt. Das ist ein direkter Widerspruch zu dem, was Habeck selbst gesagt hat. Und Habeck wiederum hat ja den schwarzen Peter der CDU zugeschoben, ihr seid schuld und so weiter. Ja, jeder hat seinen Anteil daran, dass manche Sachen falsch gelaufen sind. Merkel hat im Grunde innenpolitisch nichts gemacht, hat nur auf Umfragen reagiert, hat diesen überhasteten Atomausstieg gemacht. Die Grünen setzen jetzt noch oben eins drauf mit dieser Energiewende, die uns ja bekanntlich nur eine Kugel Eis kostet. Da sieht man, wie stark die Inflation ist, wenn Kugel Eis irgendwie einige Billionen kostet. Die SPD ist ja auch schon irgendwie seit 1998 am Ruder und eine FDP, die, naja, vielleicht nicht das größte Rückgrat hat. Also es macht keinen Sinn, sich hier den schwarzen Peter zuzuschieben, aber eins scheint klar, Olaf Scholz ist nicht derjenige, der irgendwie so einen Ruck durch dieses Land bringen kann. Deswegen der Spiegel, glaube ich, treffend. Man hätte ähnlich wie die Demokraten in den USA sich abwenden müssen von Scholz, so wie die Demokraten in den USA von Joe Biden. Denn du wirst mit Scholz keine Wahl mehr gewinnen. Das scheint klar. Pistorius wäre eine Alternative, der in der Bevölkerung einigermaßen akzeptiert und beliebt ist. Aber nein, man macht so weiter und wird damit scheitern. Zwei Empfehlungen zum Schluss, meine Damen und Herren. Dieser Artikel bringt genau das auf den Punkt, was ich sage. Wir brauchen einen Wirtschaftsumbruch. Wir müssen irgendwie anders denken, sonst werden wir immer mehr von unserer Substanz aufzehren und irgendwann ist die Substanz weg und dann wundern sich alle, ja, wie konnte das denn passieren? Geht doch gar nicht. Aber genau das ist sozusagen eine logische Folge unseres Mindsets. Hier zeigt dieser Artikel, was zumindest ökonomisch getan werden müsste. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite, warum Silber eigentlich sehr gute Perspektiven hat, auch diesen Artikel gerne empfehlen. Zwei Stück an der Zahl, ich sage Servus, ciao.